Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Age of Empires 3. Heute mal nicht bei dem normalen Spiel, sondern bei einem Mod. Der nennt sich Napoleonic Era. Der ist einfach für Age of Empires 3, aber nur für die Asian Dynasties, glaube ich zumindest. Und hier gibt es einige neue Nationen, zum Beispiel, wie ich jetzt hier gerade spiele, die Italiener. Dann gibt es noch die Polen, die Amerikaner, Schweden, Österreicher und glaube noch ein, zwei andere, die mir gerade nicht einfallen. Wir spielen dann einfach mal kurz eine Runde und ich möchte euch mal den Mod etwas vorstellen. Und falls es euch gefällt, könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr mehr Lust auf diesen Mod habt. Ich verlinke ihn euch auch in der Beschreibung unten. Dann könnt ihr ihn euch runterladen. Comando. Nur soweit ihr halt wollt. Va bene. Mhm. Un momento. Ich habe zwar noch ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier gut ist und was nicht. Und was ich hier als Italiener vereinheiten machen muss. Also Kacke, die kosten ja viel. Pronto? D'accordo, cacciare. Guardiamo. Arrivato. Aber wir spielen erstmal drauf los. Der Mod ist leider noch in Englisch alles, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht so schlimm, weil jeder kann ja von uns eigentlich Englisch. Okay, gibt es wahrscheinlich Statuen. Die Buongiorno. Eine bewirkt hier, dass die Einheiten in der Nähe mehr Lebenspunkte haben. Und bei der anderen werden deine Einheiten verstärkt. Da habe ich mir ein Deck zusammengestellt. Wie ich sehe, bekommt man sehr, sehr schnell sehr viele neue EP. Okay. Buongiorno. Comando. Aha. Das ist sehr interessant, was es hier alles gibt. Guardi, arriva, dove il posto? Arrivato? Sì, va bene. Aber anscheinend haben wir sehr, sehr starke Siedler. Sono belle le americane. Bello qui. Guardiamo. Unser Kundschafter ist ganz normal. Was ich cool finde, ist, dass wir so einen Architekten hier haben, der unsere ganzen Gebäude baut. Da müssen wir immer ein kleines Siedler dafür wasten. Comando, cacciare. Pronto, cacciare. Das ist wirklich sehr vorteilhaft. Leider können wir nur einen davon bauen. Comando, tagliare, d'accordo, cacciare. Ciao. So, was ist das hier? Ah, Gebiet. Ich hole mir jetzt mal hier noch nichts weiter. Buongiorno, arrivato. Sì. Und unsere Siedler bekommen oder produzieren Erfahrungspunkte. Das ist ja auch interessant. Commerciale. Tagliare la legna. Alle sono belle. Guardiamo. Der Angriff stärker. Ja, sì. Dove il momento arrivato? Un momento. Guardiamo. Bello, sono belle le americane. Anscheinend haben wir sehr, sehr starke Siedler, was ziemlich gut ist. Ah. Und die Marktplatzabwehr scheint denen sehr gut. Dove il momento? Arrivato. Sind wir Das ist ja cool. Guardiamo, dove il posto? Hai lavoro? Bello, bello, sono bello. Buongiorno, un momento. Dove il arrivato? Ah, den kann ich sogar Holz sammeln. Guardiamo. Aber leider nur Holz. Aber ich glaube, der ist gar nicht mal so schlecht. So. Buongiorno. Ich frage jetzt nur, bauen wir eine Kaserne oder einen Stall? Was ist hier besser? Guardi. Bello qui. Pronto? Comando, lo farò. Guardiamo. Ich
glaube, wir bauen erstmal eine Kaserne. Arrivato. Ganz normal, wie bei jeder. Che bel tempo. Fast jeder Nation. Sono belle le americane. Bello qui. Sì, sto per farlo. Comando. Was? Die sammeln extra noch mal schneller. Das ist ja auch immer so. So, was haben die hier? Handkanoniere, Musketiere, später Fusiliere. Okay, wir bauen mal einfach noch einen Stall. Arrivato. Oh, ist mir auch nicht schlecht. Pronto? Sto per farlo. Ma sono belle le americane. Tagliare la legna. Wollen wir noch solche Truppen? Guarda, dove il posto? Un momento. Pronto? Sì. Pronto? Va bene. Sto per farlo. Die sind ganz schön stark. Und die sind ganz schön teuer. Oh Gott. Scheint mir, als wenn die viel Gold brauchen. Sì, va bene. Sto per farlo. Und wie viel nehmen die weg? 3 Bevölkerung. Buongiorno. Arrivato. Das ist echt einiges. Aber wir lassen uns mal 700 Pronto? Gold schicken. Ciao. Commerciale. Pronto? D'accordo. Tagliare la legna. Guardiamo. Dove il posto? Arrivato. Der kann noch. Comando? Cacciare. Signore. Sì, sì, lo farò. Interessante. Sì, d'accordo. Ich würde sagen, wir gehen d'accordo. Einfach mal. Sì, sto per farlo. Commerciare. Buongiorno. Che... sono bello qui. Pronto, d'accordo. Comando, va bene. Sto per cacciare. Sì, sto per farlo. D'accordo. Va bene, d'accordo. Vado l'attacco. Basta. Sto per farlo. Sì, va bene. Sì, d'accordo. Sì, alla carica! Sì, sì. Avanti, ragazzi. Come si? State. Oh, die haben echt starke Einheiten. E via! Pronto per farlo? Bene. Also, die Italiener scheinen hier sehr, sehr stark zu sein. Vor allem mit der Kavallerie. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Italiener so stark Kavallerie in dem Spiel haben, aber anscheinend ja schon. Aber auch die Musketiere sind stärker als normal. Machen einfach mal nicht durch. Avanti, ragazzi. Vado l'attacco. Alla carica. Boah, mit Handkanonieren drin. Vado l'attacco. Okay. Interessant. Comando commerciale. Guardiamo un momento. Buongiorno. Infantile. Arrivato. Non sei niente per me. Interessante. Avanti, ragazzi. Vado l'attacco per farlo. Alla carica. Sì. Alla carica. Per farlo. Sì. Vado l'attacco. Holen wir uns noch mehr Gold. Genau. Sì, sì, sì. Lo farò. Oh, sie sind sehr stark gegen Gebäude. Buongiorno. Sì, interessante. Tu. Avanti, ragazzi. Avanti, ragazzi. Oh ja. Buongiorno. Lo farò. Tu. Sì, hauen rein. Buongiorno. Signore. Avanti, ragazzi. Buongiorno. Ordini. Buonissimo.
signore. Avanti, ragazzi! Pronto? Alla carica! Siamo preparati. Sta buonissimo. State menti. Zitti! Alla carica! Buongiorno. Sei niente, signore. Avanti, ragazzi, sì. Tu sei... Avanti, ragazzi! Orwo, state menti. Bauen wir noch welche von denen? Kommando! Cacciare! Sì, cacciare! So, Marktplatz-Upgrades haben wir soweit. Kommandante, buonissimo! Buongiorno, interessante! Siamo preparati, state menti! Sta signore? Come? Sì, d'accordo! So. Jetzt würde ich sagen, wir kommen einfach. Va bene. Ordi, buon sì. Sì, va bene. Siamo buon sì. Buon sì. Pronto? Ciao. Commerciare. Ordini. Sì, carichiamo. E via. Sì, siamo preparati. Comandante. Buon sì. Carichiamo, ragazzi. Ordini. Sì. State. Carichiamo, ragazzi! Comando, commerciare. Come si... Buonissimo. Siamo preparati. E via! Signore, buongiorno. Tu sei niente. D'accordo. Signore, lo farò. Und da haben wir schon gewonnen! Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick in die Italiener. Und wie gesagt, wenn ihr den Mod noch einmal sehen wollt bei mir, könnt ihr gerne das in den Kommentaren schreiben, beziehungsweise ein Like da lassen, dass ich sehe, dass ihr Interesse an dem Mod habt. Dann würde ich sagen, bis zu einer nächsten Runde Age of Empires 3. Euer Joshua Gaming. Ciao.